Ihre Majestät, König Salman, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank für die Initiative zu diesem Side-Event. Im Kreis der G20 haben wir uns schon früher mit Fragen zur Pandemievorsorge befasst. Doch nun hat das Thema einen völlig neuen Stellenwert erreicht. Weltweit leiden wir unter der Coronavirus-Pandemie und ihren vielfältigen gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen. Jedes Land versucht sowohl seine eigenen Antworten darauf zu geben, als auch zu den nötigen globalen Antworten beizutragen, weil eine globale Herausforderung, wie sie die Pandemie zweifellos ist, nur mit einer globalen Kraftanstrengung überwunden werden kann. Hierbei kommt der G20 eine besondere Verantwortung zu. So haben wir den ACT Accelerator und seine COVAX-Fazilität angestoßen. Diese einzigartige globale Plattform dient der Entwicklung der Produktion und der Verteilung von Medikamenten, Diagnostika und Impfstoffen. Ziel ist, bis Ende 2021 2 Milliarden Impfdosen zu verteilen. Für diese Initiative kamen bereits knapp 5 Milliarden US-Dollar zusammen. Deutschland beteiligt sich mit über 1,5 Milliarde Euro. Um die Pandemie einzudämmen, muss der Zugang zur Impfung für jedes Land möglich und bezahlbar sein. Dazu reichen die bisher zugesagten Mittel noch nicht aus. Daher bitte ich Sie alle, diese wichtige Initiative zu unterstützen. Diese kurzfristige Hilfe ist in unser aller Interesse. Und das gilt auch dafür, langfristig die globale Pandemievorsorge zu verbessern. Dazu gilt es, die Weltgesundheitsorganisation nachhaltig zu stärken. Wir brauchen eine verlässliche Finanzierung, bessere Zusammenarbeit, mehr Unabhängigkeit. Und dabei kann die G20 wichtige, ja geradezu unverzichtbare Unterstützung bieten. Wenn wir weltweit zusammenstehen, können wir das Virus und seine Folgen beherrschen und überwinden. Dafür lohnt sich auch mehr Anstrengung. Vielen Dank.